Wer die letzte Staffel Purge Pro verfolgt hat, der wird einen Köder gesehen haben, der ziemlich rasiert hat. Das Siegerteam mit Evard Ostam und Adam Orre, die haben das Ding gewonnen, die ganze Staffel, mit eigentlich so ziemlich mit diesem Köder hier, den Strike Pro Astro Vibe. Haben wir uns natürlich besorgt, beziehungsweise Evard hat mir zwei geschickt. Ich habe auch schon mal einen montiert. Was ist das eigentlich für ein Köder? So ganz genau wurde der ja da nicht gezeigt. Deswegen habe ich mich dafür natürlich interessiert. Was ist das? Eine Zikade aus Metall. Und das ist die einzige Zikade, die ich aber kenne, die nicht nur aus Metall ist und diese Vibration macht, sondern der hat hier noch eine Plastikkammer. Man sieht hier also im Bauch, das ist so ein Kunststoffkörper. Und in diesem Körper sind kleine Stahlkugeln drin. Ich sehe gerade drei Stück aus Metall und noch zwei oder drei aus Kunststoff, also verschiedene Metallkugeln, die also verschiedene Geräusche unter Wasser erzeugen. Also der Köder hat jetzt nicht nur extreme Vibrationen beim Einkurbeln, sondern der macht auch noch extreme Geräusche dabei. Wer gesehen hat da in den Filmen, haben sie auch in relativ trüben Wasser geangelt und das ist für Barsche ja manchmal die totale Magie. Ich habe auf diese Köder im Winter auch schon gut gefangen, auch im klareren Wasser, also sollte man schon nicht vernachlässigen. Ich habe mal so diese ganzen Komponenten hier geprüft, die haken brutal scharf, brutal stabil, also kein Quatschkram, da kann man so wirklich auch große Fische, wenn da mal ein Hecht beißt oder so, ist alles überhaupt kein Problem. Und schauen wir uns den auch mal im Wasser an. Das ist jetzt leider eine ziemlich große Version, die kleinen zum Barschangeln konnte ich nicht bekommen, aber wir nehmen mal den hier und sieht, wenn man den vertikal angelt, dann hat er echt eine unfassbar weit ausladende Vibrations-Action, also richtig, merkt man auch in der Rutenspitze, richtig wild ist der eigentlich und auch laut, hört das richtig unter Wasser, wie diese Rasseln da klappern. Man kann ihn aber wohl auch gut werfen. Meistens haben sie ja im Turnier jedenfalls geworfen, gefischt. Der ist jetzt relativ schwer und den kann man ganz normal jiggen. Und in der Absinkphase ist er dann eher still. Also das ist auch so typisch für Zikaden, dass die sowohl beim, Anjiggen ganz brutal auf die Seite kippen und viel Druck machen, beim Absinken aber nichts mehr. Da gleiten die so zu Boden. Dafür gleiten sie sehr schnell zu Boden, weil nichts diesen Köder bremst. Geschwindigkeit ist für Barsch oft ja ein Faktor. Also schnell ist oft gut, das heißt nichts bremst, geht schnell runter, erzeugt einmal Aufmerksamkeit. Ja, kein schlechtes Köderkonzept, muss ich sagen. Also das ist schon, der gefällt mir hier. Ist ein bisschen groß, aber ich werde mir noch mal ein paar kleinere davon besorgen. Macht viel Lärm, viel Aufmerksamkeit. Gute Lackierung, gibt übrigens ein paar schöne Designs auch davon. Dies hier ist ganz gut, da waren auch noch so ein paar andere, die mir echt gut gefallen haben. Muss man schon sagen, unter den Zikaden. Das ist ein ganz, ganz tolles Modell.